So Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Ich habe noch Sachen auf, deswegen leckt das mal wieder. Warum habe ich auch nicht dran gedacht, dass ich nicht meine Seminararbeit offen haben darf? Weil ja ein Editor bzw. Textverarbeitungsprogramm so viel frisst. Natürlich. Ja, natürlich. Wer kennt es nicht? Das extreme Leid, das ein Textverarbeitungsprogramm hervorruft. Naja gut, wir haben gegessen, wir müssen wieder eine Cutscene sehen, bevor der Slicer mitspielen darf. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal auf die Jagd. Auf die Jagd, fertig, los. Stellung halten und kämpfen finde ich gut. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe Heißgetränke dabei. Das glaube ich jetzt aber nicht. Sag ihr. Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Ich habe mich diesmal vorbereitet. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Unacceptable. Und das, obwohl ich einen ziemlich langen Tag hatte. Ich habe heute schon gearbeitet, mich um meine Seminararbeit gekümmert, deswegen war das Ding auch noch offen. Bin gerade erst nach Hause gekommen eigentlich, habe noch eine Aufnahme gemacht und jetzt sind wir in der nächsten Aufnahme. Mit Schlitzbeeren. Die nehme ich mit. Schnittmunition, die ich nicht bezahlen muss, finde ich gute Schnittmunition. So, wo sind die dämlichen Käfer jetzt wieder hin? Da hinten. Ich sollte vielleicht den Wyvern-Hard-Schuss schon mal laden. Ne, nicht Hard. Der andere. Snipe? Ja, der heißt im Deutschen aber nicht Snipe. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß es jetzt nicht. Bisschen Erz abbauen, weil wir haben ja Zeit, ne? Hat ja sonst nichts zu tun. Ist ja nicht so, als ob wir hier hinter einem Drachenältesten her wären oder so. Nicht wahr? Ein neuer Weg ist offen. Ein neuer Weg ist offen. So ein Zufall. Gerade wenn wir hier sind, hat der Vulkaner die Tür offen gelassen. Ist doch nett. Cutscene. Katzenkopf kommt einfach so gut in den Cutscenes. Da ist er, unser eiskalter Engel. So, ich erwarte Unterstützung. Das Vieh lässt mich meinen Mantel nicht anziehen. Finde ich nicht sehr nett.
Den Schuss habe ich besiegt. Bin hier in einer etwas unschönen Situation. Naja, großer Drache, Mantel hin. Sehr gut. Perfekte Voraussetzung. Red, flieg einen Schritt schneller. Dark Slicer ist der Quest beigetreten. Das finde ich sehr gut. Dafür ist er ja auch dabei. So, ich gehe mir jetzt erstmal kurz einen Kaffee holen. Bin gleich wieder da. Ja, du. Kaffee gibt's nicht. Was? Das schreckt mich. Mittagspause und Krankenversicherung sind auch gestrichen. Was? Gut, da bin ich ganz raus. Aber der Vulkaner hat sowohl einen Kaffee, als auch eine Mittagspause, als auch eine Krankenversicherung. Wenn du den umbringst, kannst du sie vielleicht haben. Jetzt ist die Frage, warum der Vulkaner angestellt ist und warum er dann versucht, mich umzubringen, aber... ja. Einfach nicht so viele Fragen. Ist viel. Finde ich, sehr vorbildlich. Krankenversicherung haben wir deine Kosten abgeschlossen. Verdammt. Ich kann mir ja meine schon kaum leisten. Das will mal kurz ab, während ich mich heile. Gut abgelenkt. Ja. Warum hasst es mich so sehr? Nee, es hat wirklich extrem was gegen mich. Ich meine, irgendwo verstehe ich sie. Ich würde das auch machen, wenn ich es wäre, aber... trotzdem. Irgendwo ist auch mal gut, ne? Ich glaube, jetzt will sie mich haben. Ich hoffe es. Und komm ja nicht wieder. Was lässt sich einrichten, indem wir nicht genug Schaden machen? Ich weiß nicht, ob es das ist, was du willst. Ich möchte, dass das Vieh gar nicht mehr wiederkommt. Dann muss es gleich tun. Ich glaube, das könnte ein klitzekleines Problem darstellen. Meine nächste Frage wäre, warum kann es durch Eiswände laufen, ich aber nicht dadurch schießen? Ja, aber ein Monster, da muss einfach Wall-Decks haben. Das war schon mal so.
Wände ist was eigene Wände. Das Spiel irgendwie ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Versteht ihr mich überhaupt gescheit? Ja. Ich weiß, dass meine Aussage hier nicht viel nützt, aber... Ja, ich habe das Spiel jetzt mal viel zu leise gemacht. So, das muss jetzt passen. Egal wie leise es jetzt ist, ihr müsst damit leben. Warum liegt das Vieh? Weil ich es gemountet habe. Während ich die Audio-Einstellungen mache? Ja, da siehst du mal, wenn du auch noch dein Zeug machst, was du vor der Aufnahme jetzt machen sollst, bin ich schon dabei, das Monster zu jagen. Ja, aber deswegen bist du ja dabei, damit ich sowas machen kann. Dann willst du mir nicht mehr die Kräfte machen. Ja, wenn du das Monster anständig jagst, dann brauchst du keine Krankenversicherung. Oh, mein Lebenskraftmantel funktioniert wieder. Bitte nicht disconnecten. Da war was. Also, das bringt mal... Oh, ich schieß mit der falschen Munition. Deswegen bringt das nichts. Ha! Wenn man mit Lähmung schießt und Piercing erwartet. Pro-Player. Sehr schön. Ich möchte seine Eisblöcke nicht zu meinem Vorteil nutzen. Es sind seine. Einfach aus Prinzip. Ah. Au. Okay, ich bin ja schon ruhig, Velkana. Ist okay. Los! Mit dem Gesicht voran in das Vieh reinrennen. Hab ich gemacht, war keine gute Idee. Ja, ich hab's gesehen. Mir gehen jetzt schon die Mega-Heiltränke aus. Darf ich dir das T-Rex-Set empfehlen? Darfst du. Hast eins dabei? Natürlich. In meiner Hintertasche, kein Problem. In der Hosentasche, easy. Weil wenn du keins dabei hast, dann nützt mir die Empfehlung, fürchte ich, nicht ganz so viel. Es ist faltbar. Naja, das T-Rex hat halt den Effekt Free Meal. Was bedeutet, dass du eine... Also generell hast du bei Freemail eine 25%ige Chance, ein Consumable-Item nicht zu benutzen. So, das Tigre-Set erhöht das Ganze auf Level 3, also beziehungsweise es erlaubt es dir auf Level 3 hochzugehen, so. Und das heißt, dass du am Ende eine 75% Chance hast, zum Beispiel sowas wie einen Trank nicht zu benutzen. Also im Sinne von nicht zu verbrauchen. Ja, nicht zu benutzen wäre schlecht.
Ja, das wäre. Weil Monster Hunter so noch nicht einfach genug ist, oder wie war das? Ja. Du hast eine 75% Chance, dass wenn du ein Item benutzen willst, du es nicht benutzt. Richtig. Du machst das schon. Keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Ich stehe auch ganz weit hinter dir. Nein, nein, nein. Okay, ich beschwere mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Aber es ist okay. Heil dich. Ich sehe, du hast wieder Spaß mit dem Vieh. Jetzt muss ich mal aus, und wenn sie kein Eisblade hat, ist das Ding auch relativ okay zu machen. Ein Eisblade ist halt einfach immer sofort ist damit aber geachtet. Das lässt mich trotzdem nicht sehen. Ja, manchmal ist RNG halt einfach so, dass das Konzept gar nicht aufhört zu wackeln oder so. Mhm. Ist dann einfach so, ja gut, okay, ich würde dann auch ganz gerne mal irgendwann zu gucken. Ich sag mal, hier geht's sogar noch. In den alten Spielen war das auch schlimmer. Vor allem mit den Elden Rings. Da habe ich so viele Mounts behauen, einfach weil du keine Chance hattest, irgendwas zu machen. Geil! Du meinst den Eisstrahl, den du wahrscheinlich wegen der Eiswand nicht gesehen hast? Ich habe ihn gesehen. Ich habe bloß versucht auszuweichen. Hat bloß nicht funktioniert. Warum versuchst du auszuweichen, wenn du ein Schild hast? Weil das Schild von der Dings nicht immer triggert? Oder kann ich das bei der... Geht das inzwischen auch, dass man das Schild manuell einsetzt? Nein, das Schild triggert eigentlich immer, solange du nicht gerade an einem Schuss oder in der Recovery vom Schuss bist. Naja. Doch. Ah, okay, du hast wahrscheinlich kein Guard-Up drin. Okay, ich sehe das Problem. Hast du die Dekoration dafür einfach nicht, oder was ist los? Nee, Guard-Up-Dekorationen habe ich nicht. Ja, musst du wohl noch Greatest Juggernaut jagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hinkletter. Aber es ist dein Weg. Moment, halt, zurück. Fällt gerade was auf. Was hast du getan? Ja, was habe ich nicht getan? Heißgetränke. Heißgetränke habe ich tatsächlich dabei, aber ich sollte meine normalen Tränke vielleicht mal wieder auffüllen. Wäre natürlich eine Option. Das wäre nicht nur eine Option, ich finde, das wäre eine verflucht gute Idee. Weil ich fühle mich irgendwie ein bisschen wohler, wenn ich
Wenn ich weiß, dass ich nicht sofort sterbe. Vielleicht liegt das aber auch an mir. Vielleicht. Es ist einfach lustig, wie du mit der Lanze teilweise über die Strahlen von Velkana drüber springen kannst. Sage ich jetzt noch und werde direkt erstmal zweimal von so einem Ding getroffen. Katze, so eine Heilung wäre jetzt ganz nett. Ja, das wäre super, wenn so, ich. Perfekt. Wenn ich jetzt derzeit mit Insect Glaive spielen würde. Einfach drüber springen. Ich muss sagen, es war lustig, weil in dem Moment, wo ich gesagt habe, Katze, Heilung wäre jetzt ganz nett, hat meine Katze erstmal angefangen, sich selbst zu heilen und tragen. hat dann aber auch instant die Aktion abgebrochen und irgendwas rausgeholt. Sehr schön. Glück ist die AI hier relativ. Also, ich muss sagen, die random Vigaverse sind halt das. Diese Vigaverse, die Katze hinstellen kann, die ihr selbst aktivieren müsst. Ja. Ich glaube, die Katze aktiviert einfach jedes Mal, wenn die Monster schreit oder so. Also nicht jedes Mal, aber halt. Boah, wahrscheinlich vor. Das ist halt mal lustig, so Monster. Monster mit Agro-Katze. Ja, hier hast du schon mal eine Vigaverse, die wirst du bestimmt gleich brauchen. Ja. Einfach mal provisorisch. Ja, das ist gut. Schön ist, ich kann durch das Ding Eis auch durchbrauchen. Vorausgesetzt, er kann das halt nah genug dran. Sehr schön, das heißt, ihr habt beide den Wallhackern. Ja, das ist gut. Und ich bin der einzige Depp, der sich dran halten muss. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, ihr konntet in eurem Leben nichts ausrichten, dann spielt mal Monster Hunter. Dann kämpft ihr die ganze Zeit gegen so ein Vieh und habt das Gefühl, ihr habt noch nichts ausgerichtet. Zumindest wenn ihr wie ich seid. Jetzt, wo ich gerade im Nachladen bin, du Drecksack. Ich habe ihm ins Gesicht geschlagen. Geschlagen. Geschlagen, ja. Das ist halt auch, wie man den Heavy Bomber benutzt, oder nicht? Ich benutze eine Bowgun immer so. Du weißt doch, wenn die Munition leer ist, dann schlägt man die Waffe seinem Gegenüber ins Gesicht. Das ist die Standardbenutzung. Ach so. Das steht, glaube ich, auch in der Bedienungsanleitung drin. Von jeder Waffe. Munition leer, bitte den Angreifer erschlagen. Und wenn nicht, falls ein Waffenhersteller zusieht, bitte ins Handbuch schreiben. Haben Waffen Handbücher? Ich nehme an, dass es bestimmt irgendwo eins da gibt, je nach Waffe. Wenn nicht, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Also, ganz ehrlich, es gibt Leute, bei denen ich mir gut vorstellen, dass sie eine Handbuch für eine Pistole oder so bräuchten. Ja. Und genau deshalb glaube ich, dass es das schon gibt. Aber wenn nicht, ich schreibe gerne eins. Weil ich in den letzten Tagen ja noch nicht genug geschrieben habe.
sag dir, ich bin so froh, wenn meine Dreckseminararbeit fertig ist. Kannst du mal aufhören zu pusten? Ich muss mal ganz kurz trinken. Aufhören zu brüllen wäre auch ganz cool. Trink, 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 trink. Und zurück zum Trinken. Vekan, leg dich nicht mit. Ich schlag dir gleich wieder ins Gesicht. Wir wissen es beide. Du weißt ja, dieser Satz. Trink erstmal einen und dann wird weiter gepustet. Das ist, glaube ich, nicht ein Satz, den man hier von einem Polizisten hören wird. Könnte aber passieren. Wenn er dir, zumindest wenn er dich dran kriegen will. Alkoholtest negativ. Ah, trink erstmal einen und dann probieren wir es nochmal. Immerhin wäre das ein Test, den sogar ich bestehen kann. Wow. Ist natürlich Quatsch, Leute. Sind nur Witze. Ich trinke keinen Alkohol, selbst da falle ich durch. Wie war das denn so? Man hat einen AMV-Test bestanden. Was für einen Test habe ich bestanden? AMV-Test. Geil, ich bin schon wieder tot. Vielleicht sollte ich einfach hier hinten in der Basis warten. Wenn du jetzt verreckst. Ja, das kommt ganz auf meine Katze an. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Kannst du so eine Heilung wäre jetzt gerade ganz nett. Ich bin hier gerade so schön am Turteln, aber. Ah, sehr gut. Was meinst du, haben wir dem Vieh überhaupt schon die Hälfte abgezogen? Ja. Das beruhigt mich ein wenig. Zwar nur ein wenig, aber besser als nichts. Nee, just happened. Was? Warum? Aha. Okay, ich habe keine Ahnung, was eigentlich gerade passiert ist. Ich glaube, da war eben irgendwie so ein Luftstrom oder so, weil ich hatte den Kleidermantel an und auf einmal bin ich einfach im Gesicht von diesem Monster geflogen und ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. Das war sehr suspekt. Humpelt das? Ja. Geil. Ja, geh nur weg, als hättest du Angst vor mir. Böse hat nie Angst vor mir. Ja, in dem Fall kannst du mich umrennen. Was? Nein, meine Stamina ist ausgelaufen. Ich hatte Frostblight. Das ist dann ziemlich schnell weg. Ansonsten kann man den Lance Charge hier in the World ziemlich lange aufrechterhalten. Weil er relativ wenig Stamina konsumiert. Was halt eine ganz nette Methode ist, um über die Map zu kommen. Ja. Das Schöne ist ja, du kommst teilweise über Hürden drüber, die höher sind als dein Charakter. Aber wehe, es ist irgendwie so eine Hürde, die so 3 Pixel hoch ist. Dann knallst du dagegen, als wäre es eine Wand, weißt du? Ich mach keinen Witz, in Wildspire Waste, also in der Wildtungenödnis, ja, immer der Ding ist, auch im Deutschen heißt, gibt's wirklich so. Okay. Gar nicht knapp oder so.
Nicht aufwecken. Ich habe den Flügel angekratzt, während das Ding am Einschlafen war. Das hat zum Glück nicht gezählt. Ich wollte gerade sagen, bitte treten Sie zurück. Zieh schon mal vorsorglich meinen Mantel an. Nice. Schaffst du's? Weiß ich nicht. Ja. Au. Nein, nein, böses Vieh. Lass mich in Ruhe. Gut gemacht. Wir waren auch nie so froh, dass ein Monster umfällt wie in diesem Moment. Da hast du aber auch was verpasst. Ich habe vorgestern Hand und Theos hat mir ein bisschen leid getan. Weil die andere Person, mit der ich gespielt habe, hat es geschafft, Theos da einmal wirklich mit ein paar Millisekunden bevor seine Supernova gebrochen ist, zu mounten. Mhm. Was die Supernova abgebrochen hat. Anschließend hat er nochmal versucht, eine Supernova zu machen. Meine Katze hat ihm einfach einen Bumerang an den Kopf geklatscht und die Supernova ist wieder abgebrochen und er ist runtergefallen. Das war halt so geil. Da würde mir aber auch leid. Kann man. Ah, sehr schön. Da ist eben die Schweißspitze abgekloppt. Sehr schön. Ich hab keine Ahnung, was ihm abgekloppt hat, aber ich glaube ja. Ja, hab ich. Hast du ihn umgebracht oder war das eine sehr ungünstige Landung meiner Perforation? Entweder war es eine sehr ungünstige Landung oder es war eine der Katzen. Ich glaube, es war mein Piercing, weil das ist genau in dem Moment auf seinen Schweif getroffen. Also, das Ende von seinem Schweif, was da noch ist. Und wenn ja, ist das ein sehr merkwürdiger Tod. Ich bin sicher, es war vielleicht eine der Katzen. Ja, vielleicht. Hoffen wir es. Ich möchte hier nicht der Typ sein, der das Vieh mit dem Pfeil ins Knie umbringt. Hey, du hast ja auch keine Pfeile, du hast Kugeln. Das stimmt. Moment. Cutscene. Gute Arbeit. Du hast dich selbst übertroffen. Verblüffend. Wie schaffst du das? Unglaublich. Durch schnelle Magmaabkühlung geformt. Mit diesen Fragmenten kann er die Kälte kontrollieren.
Wenn sie dann verwittern und abfallen, ersetzt er sie einfach. Oh Mann, das ist cool! Interessant. Bemerkenswert. In der Tat. Oh, wow. Freust du dich, deinen Großvater bald zu sehen? Ja. Aber... ich habe das Gefühl, dass er mir noch etwas anderes zeigen wollte. Das wird er schon noch. Ja. Und ich werde ihm alles erzählen. Partner! Für alles, was du getan hast, vielen Dank. Ich meine, du... und dann... was ich meine ist... Grüße. Zurück, hm? Gut, die Lage hier hat sich beruhigt. Es scheint so. Bitte weiht mich in die Dinge ein, die ich verpasst habe. Dank der Fünften konnten wir... Und so kehrten die Legianer zu ihrer normalen Routine zurück und wir konnten eine Katastrophe vermeiden. Beeindruckende Arbeit. Allerdings habe ich beunruhigende Neuigkeiten für euch. Ich möchte meine Entdeckung mit euch teilen. Doch bevor wir weiter... Wir haben hier überall unnatürliche Verwerfungen gefunden. Massenweise. Das deutet auf häufige seismische Aktivität in der Gegend hin. Seismische Aktivität? Richtig. Allerdings konnten wir nicht herausfinden, was das mit dem Vulkaner zu tun hat. Das und wir wissen nicht, was diese Lieder verursacht. Moment mal. Das scheint alles verbunden zu sein. Das Verhalten der Legianer und der verjüngte Vulkaner sind nur ein einfaches Nebenprodukt dieses Phänomens. Wenn wir das nicht beenden, bleiben die Irregularitäten im Ökosystem bestehen. Also dann, was ist die Ursache? Ach, der alte Allwürm. Ist da gerade ein ganzer Berg eingestürzt? Wirklich. Okay, ja, aber es ist schön, dass die Story noch nicht vorbei ist. So, was haben wir denn hier? Schleifjuwel, schwere Artillerie 4, Felsenfest. Der alte Alve. Ja. Guck mal, am Ende des Gesamtes sagt es bei dir auch Partbreaker 20 Mal bei mir. Nee, bei mir standst du gar nicht drin. Ja, okay. Wahrscheinlich, weil ich schon rausgegangen bin. Die eisige Schreckensherrschaft des Vulkaner war beendet. Doch so manches Rätsel blieb ungelöst. Worum handelt es sich bei dem übernatürlich klingenden Lied? Und was verursacht den plötzlichen Anstieg seismischer Aktivitäten? Bevor wir anfangen, möchte ich etwas sagen. Die Art, wie alle zusammengearbeitet haben, um den Vulkaner zu besiegen, macht mich stolz, Teil dieses Teams zu sein. Hervorragende Arbeit. Gleichwohl, unsere Arbeit ist noch nicht erledigt.
Berichtet. Ich habe eine Nachforschung über die Quelle dieses mysteriösen Liedes angestellt, von dem die fünfte Flotte berichtet hat. Und ich habe meine eigene Untersuchung über das geologische Phänomen ausgeführt, das wir jetzt seismische Aktivitäten nennen. Zusammen haben wir herausgefunden, dass die deutlichsten Spuren seismischer Aktivitäten dort stattgefunden haben, wo das Lied gehört wurde. Die können doch nicht beide die gleiche Ursache haben, oder? Der alte Allwurm. Natürlich kann sich das als lächerliche Worte, geschrieben auf einem alten Stück Stoff, herausstellen. Aber ich glaube, wer sie geschrieben hat, muss Gründe dafür gehabt haben. Wie auch immer. Wir müssen mehr Orte finden, die das Lied und die seismischen Aktivitäten verbinden. Wir beide können das nicht allein bewältigen. Dem stimme ich zu. Wir sollten uns die Verbindung zwischen den beiden Phänomenen genauer ansehen. Nun, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Ich glaube, die Jäger der vierten Flotte sollten uns bei der Untersuchung des Lieds und der seismischen Aktivitäten helfen. Was die fünfte angeht, die sollen sich darauf konzentrieren, das Verhalten der Monster in jeder Region zu untersuchen. Wie schon die Legianer würde es mich nicht wundern, wenn andere Monster ebenfalls rauflustig werden. Stimmt. Dieser alte Allwurm hat vielleicht ein paar der ungestümeren Gesellen hier in der neuen Welt aufgewiegelt. Ich stimme dem Plan vom Boss zu. Wenn wir ihn durchziehen, haben wir alle eine wichtige Rolle zu spielen. Und diese Rollen spielen wir besser gut. Sonst ist es vielleicht zu spät, bis wir die Wahrheit hinter diesem alten Allwurm entdecken. Gut, lasst uns loslegen. Ja, ich würde aber sagen, das mit dem Loslegen verschieben wir aufs nächste Mal. Der Part ist lang genug. Ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit Monster Hunter World Iceborne. Dark Slicer sagt tschüss. Ich bin der Marv. Gut, er sagt nicht tschüss. Tschüss!